himmlische Schwert vor der Gier des Menschen zu bewahren, war eine undankbare Aufgabe für unseren Clan. Ein Leben voll Qual und Verfolgung. Wir wussten, dass jeder unserer Schritte der letzte sein konnte. Wie es mein Vater tat und auch mein Großvater. Denn wir wussten, dass unsere Leiden ein Ende haben würden. Die Rückkehr des himmlischen Kriegers war vorherbestimmt. Am 5. Tag im Jahr des Feuerpferdes würde er mit seinem Schwert die Menschheit erlösen. Jedes Menschenalter brachte dunkle Kriegsherren hervor, die glaubten, dem Himmel zu entstammen. Und unsere Ahnen konnten sie alle bezwingen. Wenige überlebten diesen langen Kampf. Sie kämpften, um bis zum Tag der Prophezeiung das Schwert zu beschützen. Und dieser Tag sollte kommen. Der himmlische Krieger erlebte seine Wiedergeburt. Ein Knabe sollte zum Retter heranwachsen und uns den Frieden bringen. Ich war in jener Nacht dort. Voller Ehrfurcht warteten wir. So viele meiner Nächsten hatten sich für diesen Moment geopfert. Doch jene Nacht wird mich bis zu meinem Tod verfolgen.